Mama, was machst du denn schon hier? Dankeschön, dass du mich aus dem Gefängnis geholt hast. Aber ich habe doch gar nichts gemacht. Ach Douglas, du hast mir die Macht des Käses gegeben. Apropos Käse, wo ist der überhaupt? Na, in deinem Versteck. Aber ich glaube, der ist schon längst abgelaufen. Ach Douglas, mein Käse, der kann nicht ablaufen, ja? Der ist von mir gesegnet worden. Der kriegt dann mit der Zeit immer nur mehr Geschmack. Wer ist das denn jetzt? Alfred. Servus Susi. Was machst du denn hier? Ich wollte mich noch bei euch verabschieden. Ich zieh jetzt um. Wo ziehst denn du jetzt hin? Nach Thailand. Ich hab da so ein Angebot gesehen. Thailand? Ja, das sieht doch super aus. Hör mal, Douglas. Die Caroline macht doch immer noch Urlaub in Thailand, oder? Am besten, ich ruf die mal an. Alfred, wartest du mal ganz kurz, ja? Was ist denn ihre Nummer hier? Ah. Lindemann, ja? Caroline! Sag mal, machst du eigentlich immer noch Urlaub in Thailand? Was für Urlaub? Ich wohne jetzt da. Hat die Douglas nichts erzählt? Douglas! Na, sag mal, warum hast du mich denn nicht selbst angerufen, mein Gott? Caroline! Susi, die Verbindung ist so schlecht hier, das geht ja. Was? Oh, hallo, Susi! Caroline! Susi, ich höre dich. Was ist los? Die hat aufgelegt. Ja, sag mal, Alfred, weißt du denn jetzt, wer hier einzieht? Wir haben so ein ganz komischer Name, ich glaube, der heißt Tilsiter oder sowas, ich weiß es nicht. Ja, dann alles Gute, Alfred, ne? Iss immer schön deinen Käse, bleib gesund und munter und friss dich nicht immer nach unten. Denn sonst wird dein Gehirn schwach. Schwachkopf. Ja, ne, mach's gut, ne? Tschüss. Was denn jetzt los? Douglas, mach keinen Klingelstreich! Mein Gott. Sag mal. Oh, nee. Junge, hast du mal auf die Uhr geguckt? Ist doch nicht der, den ich denke, der das ist, oder? Hat mal.